Ich habe die Sterne immer geliebt. Täuschung war nie meine Absicht. Ihr verdient die Wahrheit. Euch einen Sith zu nennen, würde euch nicht gerecht werden. Ich muss euch meinen Respekt zollen. Ich bin euch hierher gefolgt, damit wir ungestört sprechen können. Ihr macht mir doch jetzt keinen Antrag, oder? Haltet mich nicht zum Narren. Die Galaxis verändert sich. Und wir müssen uns mit ihr verändern. Eure Akolyten. Sprossen der Leiter, die ihr erklommen habt. Das uralte Monster. Ein verbitterter Pirat. Ein unreiner Jedi. Euer ergebener Gelehrter. Und ein blutrünstiger Eiferer. Sie haben ihre Bestimmung schon vor langer Zeit erfüllt. Und doch lasst ihr sie am Leben. Schlaue Sith behalten ihre Verbündeten in der Nähe. Man weiß nie, wann man ein Opfer gebrauchen kann. Ihr glaubt, dass ihr sie braucht. Doch das tut ihr nicht. Das entscheide ich selbst. Mit jedem Tag entgleiten sie euch mehr. Ohne einen Fixpunkt, ohne uns, wirbelt die Galaxis und alle mit ihr ins Chaos. Was geschieht mit mir? Das Einfrieren in Carbonit verlief nicht optimal. Euer Körper ist vergiftet. Er stirbt. Alte Feinde sind gekommen, um euer Leben zu nehmen. Ich habe sie schon einmal besiegt. Ich werde es wieder tun. Wenn ihr leben wollt, müsst ihr kämpfen. Eure alten Einstellungen haben euch aufgehalten. Ihr habt euer wahres Potenzial nicht annähernd ausgenutzt. Es ist Zeit, dass ihr es entfesselt. Ich weiß, was ich sein sollte. Wenn ihr einen Plan habt, lasst ihn hören. Unser gescheitertes Imperium. Ihr wart den grausamen Narren, die die Verantwortung trugen, immer überlegen. Das Imperium ist durch euch gescheitert. Jemand wie ich könnte es zum Sieg führen. Verschwendet keine Zeit damit, dem Pfad von Ma und Malgus zu folgen. Es gibt hier keine Erlösung. Der Rat der Sith. Der imperiale Geheimdienst, die Mandalorianer, sie alle scheitern. Nur ihr alleine erreicht den Sieg. Ich bin in Carbonit gefangen, sterbe durch Gift und spreche mit euch. Ein Sieg fühlt sich wohl anders an. Eine Raupe verpuppt sich, damit ihr Flügel wachsen. Sie kriecht nie wieder und blickt nie mehr zurück. Das Imperium ist es nicht wert, gerettet zu werden. Und die Republik ist es nicht wert, zerstört zu werden. Uns erwartet ein weit größeres Ziel. Ihr wollt euren ewigen Thron wiederhaben. Einen Sündenbock für ihre Niederlage. Sie haben euch gewählt. Sollen sie kommen? Es ist ihr Begräbnis. Ihres oder eures? Das liegt allein an euch. Entscheidet euch schnell. Imperium, Republik, beide fallen vor dem ewigen Thron. Ihr könnt die Zukunft nicht aufhalten.
rettet euch. Siost, die Welt, auf der sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt hier jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Die Jedi und die Sith haben die Unsterblichkeit angestrebt. Was macht euch zur Ausnahme? Ich lasse mich nicht durch die Lehren des Scheiterns aufhalten. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder. Ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Seid ihr auch frei, wenn ich an Carbonitvergiftung sterbe? Vielleicht. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Ihr könnt es zerstören. Helft mir. Noch nicht, aber bald. Der es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Es geht nicht ums Überleben. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nein, der ist schon lange vorbei. Wie lange war ich? Länger als ihr glaubt. Sakul hat meine Erwartungen übertroffen. Die mächtigste Flotte der Geschichte und eine Armee von Wächtern, die wissen, dass die Macht mehr ist als nur die helle und die dunkle Seite. Aber meine Kinder missbrauchen ihre Macht. Was habt ihr erwartet? Ihr seid ihr Vorbild. Ich war hier ein anderer. Eine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auf Sakul die Liebe erlebt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sie auch. Alles ist möglich, aber nicht solange ich in Carbonit bin. Das sollte in Betracht gezogen werden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles ruinieren. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben.
Eure Tochter kann mich sehen. Vaylin war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Eure Tochter traut eurem Sohn nicht. Sie traut niemandem. Ich sterbe. Wir werden beide wiedergeboren. Wacht auf, wir müssen los.